Zeichnung ansehen. Ei, Feuer, drei Stöcker. Das heißt, also drei Wofür ist Holz. das, Schatz? Das ist das Nest, wo man das Ei ausbrütet. Feuerbahn, ja. Wie viele Holzscheite brauchen wir? Frag mich doch nicht. Hab ihn nicht gefragt. Was ist hinter der Tür? Das fragen wir uns. Der alte Vogelturm. Vogelturm, ja? Dürfen wir ihn sehen? Warum solltest du? Der Ort ist eine Ruine. Da wüsste man gegebenenfalls, wie man die Eier ausbrütet. Wofür ist das? Wofür wohl? Es ist ein Kessel. Du füllst ihn mit Mornack, dann wirfst du das Vogelei rein. Was ist das? Das Mornack. Das macht sie klug und stark, die Viecher. Weiß, braun, schwarz. Jede macht einen besonderen Vogel. Scheiße. Soll ich das dann? Schwarze Flüssigkeit. Braun, weiß. Okay, wo kriege ich das Ei her? Das, hier. Wie macht man einen Vogel? Sie werden unseren Kopf aufspießen, wo ihn jeder sehen kann. Das werden wir nicht zulassen, mein Lieber. Wir werden es lernen. Hoppala. So. Okay, das ist schwarz. Das heißt, das andere, aua. Das andere war weiß. Okay. Und jetzt? Ei hinein? Das Ei. Ins Nest damit. Da drüben. Und sorg dafür, dass mit dem Ofen alles stimmt. Ja, ja, ja. Die Farbe braucht ihre eigene Hitze. So. Wir haben drei Reihen hier. Weil das stand ja so auf der Zeichnung. Dann müsste ja. Zeichnen. Was ist das? Der alte Züchter hat gerne gekratzt. Hässliches Geräusch. Musste ihm das Messer wegnehmen. Es gibt also noch mehr davon, ja? Mal gucken wir mal. Das macht die roten Zungen stärker. So, und jetzt Vogel ausbrüten. Stunden später. Es wird schlüpfen. Es wird schlüpfen. Wird es nicht. Du musst was mit dem Ofen falsch gemacht haben. Okay, dann so, lass uns noch mal gucken. Schwarz. Schwarz braucht zwei Holz. Hopp. Was gibt's denn sonst noch? Geh da. Ah, eine von zwei. Vogelfeder. Wir mögen leckere Vögel. So. Erstmal das Ei einfärben. Und zwar, was sagt er dann bei Schwarz? Schwarz. Ich mag die schwarzen Viecher. Platsch. So. So, was haben wir da?
Ach, verstehe. Oh, das, alles klar, das war nicht die, das war nicht die, das sind die, die Striche sind nicht das Holz, die Striche sind, wie oft man den Blasebalg benutzt, verstehe. Na, wieder nicht geklappt, ne? Doch, tatsächlich. Och Gott. Ist der niedlich. Warum nicht fressen? Gemeinhin erzählt. Sag mir, wie es endet. Hexenkönig holt ihn und er ward fortan nie mehr gesehen. Und er ward fortan nie mehr gesehen. Zeig her. Er wird seinen Zweck erfüllen. Bring ihn in den Käfig. Könnte der Alte sein, der mit dem Bart, mit dem Wabernen, er sagt, er sei ein König. Er gesehen hat. Er wird dich lieben und dir dienen für den Rest seines Lebens. Smeargol, lieben? Wie willst du ihn nennen? Kleiner. Oh, er liebt uns, ja. Wir werden ihn Kleiner nennen. Und du? Du wirst mir jetzt dienen. Halte deine Augen und Ohren offen. Sklaven, Aufseher, Soldaten, egal wer. Was sie sagen, was sie essen, was sie träumen. Ich will es wissen. Kein Mitleid, keine Skrupel. Wir sind Monster, du und ich. Und Monster haben keine Freunde. Du bist entlassen. Geh jetzt zurück in deine Zelle. Der Vogel ist cool. Ich will so einen als Plüschtier. Ohne Scheiß. Ich weiß, das Spiel hat nicht sehr viele Freunde, aber der Vogel ist super. Warte mal. Hey, du. Oh, schade. Ja, zurück zur Zelle. Eure Tränke sind fertig, mein Herr. Nicht hier, Schwachkopf. Kennst du die alte Sprache der Männer des Königs? Ein wenig, mein Herr. Ja. Gut. Ich habe einige alte Schriftrollen sichergestellt, die ich nicht entziffern kann. Ihr solltet versuchen, mehr zu schlafen. Was hast du gesagt? Vergebt mir, Herr. Ihr seht müde aus. Deshalb die Tränke. Du kannst jetzt gehen. War nicht so clever. Ich wollte ja noch mal gucken, wie weit ich komme. Was soll das heißen? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Aber wir haben's ihm gesagt. Smeargol findet es. Wir schwören. Oh Mann. So.
Aber das ist ja, es geht ja eigentlich nicht umsonst hier hoch, oder? Ich meine, ich probiere das jetzt nochmal. Wahrscheinlich lege ich mich gleich wieder auf die Nütze. Du konntest es nicht wissen, Umba. Da kommst du her. Au. Warum geht denn das nicht? Ich habe einige alte Schriftrollen sichergestellt, die ich nicht entziffern kann. Ihr solltet versuchen, mehr zu schlafen und weniger zu lesen. Nee. Vergebt mir, Herr. Ihr seht müde. Das geht. Also entweder sollen wir da noch nicht hoch. Oder es geht generell nicht, aber. Bleib hier stehen, falls ich noch etwas brauche. Gucken wir mal. Setz dich einfach irgendwo hin. Ob wir. Oh ja, das geht. Sie scheint ihm wirklich den Kopf verdreht zu haben. Ich werde nach oben gehen. Okay. So. Wenn er uns entdeckt, sind wir am Arsch. Oh, hier ist zu. Schade. Hier ist auch zu. Na gut. Oh, da kommt er. Ist egal. Was soll das heißen? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Aber wir haben's ihm gesagt. Smirgol findet es. Wir schwören. Das wäre wahrscheinlich für irgendwas anderes. Später gehe ich mal von aus, dass man da hoch muss. Also vielleicht. Ich weiß es nicht. Hup, hup, hup. Und du, süßes Kind. Sehr gut gemacht. Jetzt bring mir mehr. Das werde ich, Herr. Keine Sorge. Seine Schwächen sind nicht meine. Das weiß ich. Du wirst mir sehr hilfreich sein. Alter, der Kopf, wie der da so... Guckt euch den Typen mal an, ey. Ey. Krass. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Blood Omen 2. Da gab es auch Gegner, die sahen so ähnlich aus. Da, die hatten auch so ein... Ja, kein Hals halt, ne? Kapitel 3 beendet. Okay. Jahre später. What? Jetzt geht's los. Kapitel 4, der Aufsteiger. Zwerg? Nein, nein! Hm. Wo ist der Alte? Der Tod? Bleib zurück! Was? Wer bist du? Ach nee, das ist der Alte. Krashnet muss leise sein. Oh, Verzeihung, tut mir leid. Krashnet muss jetzt schlafen. Schön schlafen. Gib ihm Kraft für Arbeit. Klar doch. Verzeihung, nur warum nennen mich alle Krashnet? Es bedeutet Lamm. Die Neuen, so nennen wir sie hier unten. Frisch und fett und saftig. Ja. Der hier sieht nett aus. Bleib einfach da, wo du bist. Da drüben. Bitte. Wunderbar. Was war das? Zeit für die Arbeit. Auf, auf! Lauf, kleine Sklaven! Hey, Grippe, steh auf!
Aufwachen, Schlafmütze. Zeit zum Arbeiten. Lass mich in Ruhe. Auf, auf! Können nicht ohne ihn arbeiten, was, Schatz? Bewegung! Oh, dem Alten geht's nicht gut. Der macht's nicht mehr lange. Na dann. Bewegt euch! Ja, ja. Vorwärts, Naglob! Pass auf, das ist das kleine Haustier des Hexers. Und er mag es nicht, Gollum, wenn man seine Haustiere anfasst, nicht wahr? Was dauert das so lange? Mir geht der Nachschub aus. Sowas wie das hier vielleicht? Burska, genau das, was ich suche. Dafür bekommst du noch ein kleines Extra. Hm. Gut, dass wir das mitgenommen haben. Ach, Vogeln. Okay, Vogel füttern. Verstehe. Das mit der Kamera ist ein bisschen schwierig hier gerade, merke ich. Wegen Sequenzen und so, sorry. Graschnik, siehst Globaruk. Ich kann nicht, ich... Viecher, du gehst runter zu den Viechern. Nein, bitte. Das musst du nicht tun. Grach, du, geh mit ihm und zeig ihm, wo es lang geht. Aber der Kerzenmann wartet auf uns. Klingt für mich wie ein Gollum-Problem. Viecher! Komm mit, Graschnik. Na dann, wie sieht's hier aus? 1 von 1, okay. Jetzt sind wir schon in den Rängen aufgestiegen, so wie es aussieht. Jetzt haben wir quasi die Rolle, die der alte Mann vorher hatte. Wie viele Kapitel hat das Spiel eigentlich? 5? Wir sind jetzt im 4., ne? Garub und Globber haben also das ganze Lager ausgeräumt? Der Brunnen der Dummheit versiegt nie. Ich frage mich nur, wer sie gemeldet hat. Ja, ja, wer? Und der hier? Noch ein Narr aus der Wüste? Du arbeitest hier oben, damit ich euch beide im Auge behalten kann. Oh Gott, bring ihn bei, wie man Borux überlebt. Oi, na dann. Kein Grund zur Sorge. Der bellt nur, er weiß nicht. Hier lang. Der bellt nur. Warte. Ich will mal gerade gucken, wir hatten jetzt Kapitel 4, ne? Züchtermale. Ne, Kapitel 3 haben wir überlebt, wir sind in Kapitel 2. Ja, ne, genau, Kapitel 3 beendet, Kapitel 4 sind wir jetzt quasi. Warte noch, du bist in Lava gefallen. Okay, das müssen wir auch nochmal ausprobieren. Kapitel 4 beendet, Kapitel 5 beendet, Kapitel 6, 7, 8, okay, es gibt 8 Kapitel, so wie es aussieht. Kapitel 9, okay, also es gibt mindestens 9 Kapitel. Ich guck mal gerade nochmal durch. Ja, es scheint 9 Kapitel zu geben. Okay. Sind wir bei knapp 50%, so 40%.